Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Sommer 2017. Wir suchen noch. Mein kleiner Freund, der Wetterkollege mit dem Fernglas, schaut und vielleicht mal wieder ins Leere. Der Sommer 2017. Noch haben wir ein, zwei Wochen Zeit und dann kommt der Herbst. Tja, wie sieht es denn dieses Wochenende aus? Das Hoch Quasimodo, das Tiefdruckgebiet Quasimodo, warum heißt es so? Tja, schöner Witz halt nicht. Es ist etwas, naja, bucklig am Himmel, Wolke für Wolke türmt sich wieder auf. Und nach dem Motto, besser wird es wirklich nicht, heißt es dann Regen, Regen, Regen. Es bleibt gerade am Samstag doch relativ nass über Güstrow, Spitzenwerte bei 20 Grad. Ab und zu kommt die Sonne mal durch, aber die macht das auch nicht wirklich wett. Zum Abend hin und in der Nacht, da lockern sich dann die Wolken etwas auf. Nur wir haben ja nichts davon, weil wir halt hoffentlich auch brav im Bett liegen. Bei 10 Grad ist dann die Temperatur ja im Nachthimmel über uns, der Sonntag. Und da ist so der kleine Lichtblick am Horizont. Wir haben auch Temperaturen um die 20 Grad und das ein oder andere trockene Stündchen mehr. Es nieselt nur noch so etwas daher. Und am Montag geht es eben wechselhaft weiter. Sonne, Wolken, Regen, immer mal im Mix. Also Tendenz ist so mehr Richtung Herbst als zum Sommer. Wir suchen also noch ein bisschen mit der Hoffnung auf ein paar Stunden Sommersonne 2017. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.